So, herzlich willkommen wieder zurück bei Risen. Und wir sind wieder beim Ladebildschirm. Mal wieder. Sind wir ja schon gewohnt. Aber ich mache das mal nicht zu lange. So, wir waren stehen geblieben. Ich muss erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall. Ja. Sind wir ein ziemlich, ja, ich muss erst mal gucken, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Das war C gewesen. Wir haben nichts Besonderes. Wir haben, oh. So, das Ganze nochmal beim Ladebildschirm, da ist mir gerade der Wissen abgestürzt. Ja, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Also wir haben auf jeden Fall einige Quests zu erfüllen. Wir müssen, ich glaube, die Frau müssen wir nochmal ansprechen in der Bar, also der Bar gehört. Da müssen wir an sich nochmal mit allen Leuten ein bisschen reden, um zu gucken, ob wir vielleicht jetzt irgendwie schon mal eine Quest erfüllt haben. Einfach nochmal ganz durch die ganze Stadt laufen und nochmal alle ansprechen. Und ja, dann wüsste ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, was wir jetzt noch irgendwie groß machen müssten. Eigentlich ist ja unser Großziel oder Hauptziel gewesen, von der Insel runterzukommen. Was ja jetzt ganz einfach wäre, weil wir dort Schiffe haben. Aber so einfach ist es anscheinend doch nicht. Müssen wir wahrscheinlich, irgendwie müssen wir jetzt versuchen, zu diesem großen Herrscherhof vorzudringen. Und mit einigen Heldentaten, die wir eigentlich schon gemacht haben, müssten wir eigentlich langsam mal irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. So, wir probieren erstmal unser Glück, dass wir erstmal mit den bestimmten Leuten reden, mit denen wir reden können. Ach, der hatte Waren gehabt. Okay. Lass mal deine Waren sehen. Okay, gut, da weiß ich Bescheid. Bei dem können wir Sachen verkaufen. Wie sieht's denn? Später vielleicht. Ja, ja. Wie sieht's mit dir aus? Kann man mit dir jetzt reden? Natürlich nicht. Der hat auch nichts Neues. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja, ja, ja. Mir geht's gut. Gut, dann ist es schön, dass es dir gut geht. Mit dir brauchen wir nicht reden, mit dir brauchen wir nicht reden. Mit dir brauchen wir nicht reden. Gucken wir mal unten nochmal nach. Was war mit denen hier? Oh. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst noch wer? Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfelle verkauft. Okay. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Ah, guck mal. Hier, ich habe deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Und von wem hatten wir nochmal den Ring? Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Was ist mit den Fellen von Flavio? Was soll damit sein? Die hast du doch auch gestohlen. Ach, die sind doch schon längst verkauft. Wenn du ein paar Felle brauchst, musst du dich schon selbst bedienen. Und wo? Hey, du musst schon selbst danach suchen, klar? Wir brauchen Fälle, genau, das war's auch noch. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der für dich die Häuser auskundschaftet. So, so. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet?
Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist es? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was, bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Okay, der geht aber auch ziemlich offen mit seiner... Fass hier nichts an. Ja. Mit dir will ich nochmal reden. Ich weiß. Du weißt, dass du mit mir reden willst, dass ich mit dir reden will. Aber du willst nicht mit mir reden. Manchmal muss man was mit mir. Was denn? Nichts. Mir geht's gut. Das und ist dir? Fein. Du gehörst zu Romanovs Mannschaft? Ja, das stimmt. Wird langsam Zeit, dass wir mal wieder in See stechen. Mir kommt es auch vor, als wären wir schon seit Jahren in diesem Nest. Kommt mir auch so vor. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ich habe Bier ausgeliefert und war in fast allen Häusern. Ist dir das von alleine eingefallen, du Schlauberger? Na schön. Lukor schickt mich. So. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. Für was war das nochmal? Hier ist dein Gold. Geht doch. Ich wette, Lukor steckt sich immer noch genug in die eigene Tasche. Hier ist das Zeug. Ach, Rüstungsplatten. 2 Stück haben wir erhalten. Okay. Wie viel haben wir da jetzt davon? Verzeihung. Wir haben. Liste. Jo. Geh lieber trainieren. Ich glaube, es waren aber 5 gewesen. Lukor schickt mich. Oh, Scheiße. Der ist ja noch schlimmer als meine Frau. Du hältst dich nicht an die Abmachung, sagt er. Und Vasili sagt, wenn wir alle unser Gold wollen, dürfen wir uns auf nichts anderes einlassen. Also, ich will 100 Goldstücke für die Platte. Na, wunderbar. Geh mit dem Preis runter. Nein, Vasili hat mich davor gewarnt. Das werde ich nicht tun. Ach komm, gib mir einfach die Platte. Ich zahle für deine Rüstungsplatte. Dann nimm das Teil. Ich kann das Gold gut gebrauchen. Du versäufst es doch eh. Ja, was denn sonst? Soll ich es meiner Frau geben? Nein, danke. Da kann ich es besser gleich ins Meer schmeißen. Ach, versaufen ist wohl besser. Okay, wir haben jetzt 5 Rüstungsplatten. Das waren glaube ich auch die 5 gewesen. Jetzt reden wir nochmal mit der. Wegen deines Vaters. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Okay. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkeilzelle. Aha, dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Ja, aber wo? Vasili meint, dein Vater hätte eine Baracke hier in der Stadt. Der alte Haudegen. Ich wusste es. Okay, pass auf. Dann musst du dorthin gehen. Finde heraus, wo die Baracke ist und sieh nach, ob du einen Hinweis von meinem Vater findest. Aber lass dich dabei nicht beobachten. Wir waren nicht dort. Es gibt einige, die ganz heiß auf den alten Kram meines Vaters sind. Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Ich habe bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her.
Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Haben wir doch schon. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Hä? Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Okay, dann machen wir halt so. Dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Was ist denn jetzt mit Kapitän Romanow? Er und seine Mannschaft können mir mal gestohlen bleiben. Ich hab jetzt, was ich wollte. Und das wäre? Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Ja? Das ist der nächste Hinweis. Aber was red ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. Es geht bestimmt mit dem Schatz. Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Von mir aus kannst du sie benutzen. Den Schlüssel dafür hast du ja schon. Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht. Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus am Hafen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut. Ist auch besser für dich. Glaub mir. So, jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Okay. Wegen deines Vaters. Romanow mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanow in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Na gut. Dann mach mal dein Zeug. Wer bist du? Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. Alles ist hier mit Gold zu bezahlen. Große Goldschale. Gibt's Probleme? War hier noch jemand drinne? Nö. Und hier unten konnten wir, hinten konnten wir ja auch noch lang. Kann man hier reingucken? Oh, sogar ohne, dass wir was geklaut haben. Schöpfkille. Ne, lass mal. Fläschchen. Ein Herd. Nichts Besonderes. Ich suche Doyle. Doyle? Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Er ist doch wohl nicht in die Vulkanfestung gebracht worden. Der war ein paar Mal bei mir und hat Fisch gekauft. Wenigstens einer. Aber vielleicht weiß ich, wo er ist. Okay. Wo steckt Doyle? Er hat sich bei Costa einquartiert. Und seitdem lässt er sich nicht mehr in der Gosse blicken. Wenn ich mehr wüsste, würde ich sagen, er versteckt sich. Gut, das bringt uns jetzt auch nicht viel weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wieder einige Quests erfüllt. Und müssen jetzt mal gucken, dass wir ja mit mehreren Leuten reden. Das war ja schon mal sehr hilfreich, wenn man mit vielen Leuten redet. Und was war mit dir? Carrasco will die Rüstungsplatten zurück. Natürlich will er das, aber er zahlt ja nicht das, was ich dir zahle. Also...